Hab ich gemacht. Man merkt, ich bin etwas angespannt. Wo geht's denn hoch? Da. Wo musste ich denn da jetzt wieder hin? Verfluchte Scheiße. Und ihm erzählen, dass ich über den Arm laufen muss. Das wäre ein bisschen viel. Kann er sich nicht einfach so ein bisschen am Kopf kratzen oder so? Das ist eine gute Idee. Ist ein Gegner an deinem Arsch und kratzt ihn so ein bisschen am Kopf und setzt ihn auf deinen Kopf ab. Ich halte das für eine super Sache. Ich finde, das macht er einfach mal. So mit seiner ersten Hand, nicht mit seiner zweiten. Oder nicht, dass er noch irgendwo eine dritte rauszieht. Man weiß ja nie. So. Jetzt geht's los. Pieksen. Konzentration. So. Loslassen. Festhalten. Funktioniert, funktioniert. Einwandfrei. Jetzt dreht er seine Hand, was mir nicht gefällt. Ich laufe hier mal eben lang, was mir auch überhaupt nicht gefällt. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Fallen wir mal eben nach ganz unten. Ich hätte eigentlich gedacht, so ja, ganz unten bin ich tot. Zum Glück ist das nicht so. Denn wir sind ein kleiner Junge. Wir halten das aus, wenn wir aus 50, 60 Meter, wie viel sind das? Kommt hin. So ein Fall, den stört einen Jungen gar nicht. Aber wenn der Ding hier ein bisschen wackelt, ne? Dann fällt er um. Das kann er nicht. Bin ich denn hier jetzt? Klettern wir mal hier lang. Hup. 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 Dass ich gesagt habe, dass man nicht so viel Ausdauer braucht, bereue ich gerade irgendwie. Das gewusst, hätte ich hier die Eidechse auf dem ganzen Kontinent heimgesucht. Dafür ist es jetzt zu spät, jetzt bin ich schon hier. Bäh. Durch die Baller-Action da unten, oh, da möchte ich echt nicht nochmal durch. Die hat mich ja kaputt gemacht, bis zum geht nicht mehr. Was macht der da? Muss schon sagen, einer der beschissensten Bosse überhaupt. Dark Souls for the win. Die sind zwar unfair und doof, aber das hier ist auch einfach nur unfair und doof. Ja, nein, 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 nein. Ach komm, halt dich da bloß dran fest, junger Mann. Sonst werden wir hier keine Freunde mehr. Genau. Genau so möchte ich das sehen. Wunderbar. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt verpasse ich ihm mal so einen kleinen Piekser. Sehen, was er dazu sagt. Find er ganz lustig anscheinend. Oh, scheiße, das Zeug ballert mich weg. Ja, wie lösen wir das? Ohne Scheiß, Freundchen, wie lösen wir das Problem?
Den Jump schaffe ich nicht. Ich pieße dir so lange in die Hand, ey. Dass ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Er hält sich die Hand. Das war aber nicht so nett. Ah, die Schulter, die Schulter. Die Schulter. Du behaarter Hurensohn. Oh ja, ich bin auf dir drauf. Ich werde dich ja sowas von fertig machen. Das kannst du aber glauben. Kannst schütteln, wie du willst. Ich gehe hier nicht mehr weg. Ne, 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 ne. Oh ja. Oh ja. Du kleines Arschloch. Du bist sowas von erledigt. Sieh's doch ein. Du kleines Schwein. Ich hau dir eine rein. Alter, geh tot. Hör auf. Er wehrt sich. Er weiß, was ihm vorsteht. Das war jetzt nicht wirklich der Schwachpunkt. Oh, das war schon fast ein bisschen unklug, aber ist schon okay. Ist schon okay. Auch nur fast ein bisschen unklug. Dass dieser blöde Junge auch nicht an die richtige Position klettern möchte, ne? Das ist zum Mäusemelken. Ach, nö. Ey, Junge. Junger Mann. Die spielen hier so auf Zeit, ne? Das ist der Wahnsinn. Ne, ich spiele so auf Zeit. Ich regeneriere auf jeden Fall jetzt erstmal Ausdauer gleich. Ja, genau. Genau. Sag mal still, blöder Hund. Jetzt hält er sich eine Runde den Arm. Ach, das war eine kurze Runde. Hat aber nicht so wehgetan, wa? Sollen wir nächstes Mal Dollar zustechen, oder wie? Ach Quatsch, das hat ja fast auf Anhieb funktioniert. Was ist da los? Boah, warum hat dieser blöde Junge sich jetzt nur umgedreht, ne? Das macht es so viel schwieriger, weil man den kann man dann einfach... kann man einfach dann nicht kontrollieren. Das ist unmöglich. Nur einen ganz kleinen Stecher, komm. Einen ganz kleinen. Der Wahnsinn, ey. Der Wahnsinn. Sei doch endlich tot, Junge. Sei doch endlich tot. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Sei doch einfach tot. Ich glaub's nicht, ey. Jetzt stirbt er. Er ist tot. Gott sei Dank. Alter Schwede, ey. Das ist ja mal echt zum Abkübeln. Das ist schon Dark Souls
Bossniveau, ey. Meine Fresse. Bei Dark Souls hat man immer die Kontrolle. Hier hat man nie Kontrolle. Das bringt einen echt zum Abkotzen, ohne Witz. Ja, komm, ey, ich friss alles. Ja, ich hänge in einem Düdelring. Boah, war das heftig. Alter Schwede. Am nos kryd adbo rahum famulas ilikun adov. Nice. Wir sind ziemlich abgefuckt. You want to lie, Leludo? Le coquillo in your own. You must be Omero Ruid. Aki. Und dies einer Ikon Karnika. Dumm gelaufen für uns. Our is Jürkatu. Oh! Arrow to the knee.
Das ist aber auch dramatisch. Tja. Was haben wir jetzt davon? Sie mich nicht einfach niedermetzeln, ne? Trottel. Boah. Das kennen wir doch irgendwoher. Ich. Die latschen in meine Fersen rein. Blade? Yeah! Jetzt sind wir hier der Abfucker. So sieht's aus. Nein, wir müssen die da hinten aufhalten. Na ja, gut. Wir hauen denen aufs Maul. Oh nein, mein Schwert. Kann ich mich so umdrehen? Nee, kann ich eben nicht. Ärgerlich. Na doch, jetzt. Dreh dich um. Ein Koloss zu sein ist nicht wirklich praktisch. Wir müssen den da hinten kriegen. Au. Die machen aber ganz schön Schaden. Was bin ich denn da für eine super Overlord-Gottheit, wenn ich von so ein paar Pfeilen schon fertig gemacht werde? Ach, lass mich in Ruhe. Ich, was? Obwohl, komme ich da noch ran? Wahrscheinlich nicht. So aus. Okay, verschissen. Was bin ich eigentlich? Ey? Hab ich eine Spinne im Arsch? Oh ne, jetzt haben sie mich voll ausgetrickst. Die Wichser. Oh, jetzt geht's.
gib's aufs Maul. Ja, ich gib's aufs Maul. Badaboom! Nein, sie sind mir entkommen. Kolossein ist auch nicht das Wahre. Klingt nicht so gut. Schmeiß es in den Gully. Schmeiß es in den Gully. Ihr Kult ist... Nicht getroffen. Ja, jetzt aber schnell, alter Mann. Ja, da kann ich mich jetzt wehren, wie ich das will. Es wird mir nicht helfen. Dass sie die einfach da lassen, ist aber wirklich ein Skandal. Auch wenn sie tot ist. Das ist wirklich. Hätte man ja mal mitnehmen können. Vernünftig beerdigen. Oh nein, ich lebe. Ich wehre mich, aber es bringt nichts. Ja, ist doch gut jetzt. Ich komme. Ich komme, Licht. Geh in das Licht. Erstmal Anstand machen. Ja. Aus die Maus. Der Architekt einen Fehler gemacht, würde ich sagen. Da hätte ich ja jetzt schon ein bisschen Schiss. Das arme Mädchen. Bleibt da einfach allein. Gute Musik. Einfach gute Musik. Oh.
Atmosphäre zerstört. Erfolgreich. Ja, was macht man jetzt, wenn man alleine ist? In einem riesigen Tal. Wo es vielleicht 3 Früchte gibt. Und sonst Wüste. Keine Lebewesen. Und keinen Ausgang mehr. Nicht der beste Ort, um allein zu leben. Ach, was. Argo lebt doch. Das ist jetzt schon ein Twist. Ich dachte, er wäre tot. Gut, er ist ein bisschen angehauen. Aber immerhin, das Pferd hat überlebt. Scheiß auf den Jungen. Der ging mir eh nur auf den Sack. Der war zu blöd, um auf das Pferd aufzusteigen. Ach, jetzt kommen die Credits, oder wie? Ja, ist wirklich so. Ja! Ich werde gleich noch versuchen, auf diese Burg darauf zu klettern, aber ansonsten... Juhu, ich hab's geschafft! Mein Gott, der letzte war aber wirklich eine Anstrengung. Alle anderen waren ja wirklich ganz okay. Ne? Zuck, zuck, zuck. Hin, fertig gemacht, gut. Der war ja wirklich nicht mehr schön. Ja gut, lass das jetzt erstmal durchlaufen. Ich glaube, dieses Hochgeklettere mache ich nochmal in einem Extra-Video. Und hier kommen jetzt noch der Rest von den Credits. Nett. Haben die noch nicht das Seil erfunden?